die Leute kennen mich. Mit diesem Wahlkampfzitat von Angela Merkel warb auch Karl-Heinz Lamberts gestern für seine eigene Nachfolge als Ministerpräsident. Auf der letzten großen Wahlkampfveranstaltung der SP sagte Lambert seinen Mitstreitern, dass er der richtige Kapitän auf dem kleinen Boot DG sei. Seine Leistungsbilanz in den letzten 15 Jahren als Ministerpräsident könne sich sehen lassen. Ich habe das jetzt 15 Jahre erfolgreich sein können und ich bin sehr froh, wenn ich das noch weitere 5 Jahre machen kann. Ich glaube, dass die Voraussetzungen dafür da sind und ich fühle mich auch nicht nur von der Kraft, sondern auch von der Motivation her wirklich dazu noch mal so richtig in der Lage. Denn wir stehen jetzt vor ganz großen Herausforderungen in Belgien, in der deutschsprachigen Gemeinschaft und ich möchte schon meine Kraft und meine Erfahrung dann in den Dienst dieser Positionierung der deutschsprachigen Gemeinschaft setzen. Dabei gehe es vor allem um die Frage, wo wollen wir die DG hinsteuern? Laut Lamberts bleibt jedenfalls noch unendlich viel zu tun. Belgien ist immer noch in einem unausgeglichenen Kontext, wo man nicht weiß, wo es wirklich hingeht. Da muss man stark die Interessen der deutschsprachigen Gemeinschaft vertreten. Wir stehen vor dem Abenteuer großer neuer Herausforderungen bei den neuen Kompetenzen. Wir müssen die neuen mit den alten Kompetenzen in Einklang bringen. Wir müssen auch noch kämpfen für die Dinge, die wir nicht haben, wie Raumordnung und Wohnungsbau und Provinzzuständigkeiten, um einiges zu nennen. Und wir müssen vor allem einen zweiten Wurf für das regionale Entwicklungskonzept hinbekommen. Was die vierte Region angeht, hofft die SP auf die Unterstützung der Schwesterpartei PS. Der Spitzenkandidat der PS für die Kammer, Willy de Meyer, hatte sich zwar den Pin angesteckt, der für ein Belgien zu viert werben soll, er meinte aber auch, dass die Zeit für eine vierte Region noch reifen müsse. Derzeit gehe es aber auch um eine andere Frage. Bei diesen Wahlen geht es um die Wahl zwischen zwei Gesellschaftsmodellen. Wollen wir eine Gesellschaft für alle Menschen oder eine Gesellschaft, die sich nur zum Vorteil einiger weniger Menschen entwickelt? Wir müssen uns für eine Richtung entscheiden. Wir sind für mehr Steuergerechtigkeit, sagte dazu der PS-Spitzenkandidat für die Region Edmund Stoffels. Belgien sei ein reiches Land, aber ein armer Staat. Ich bin auf jeden Fall also dafür, dass eine Steuerreform stattfindet, aber im Sinne von mehr Steuergerechtigkeit, die den kleinen Einkommen entgegenkommt. Ob sich es dabei nun um den Empfänger eines Mindestlohns handelt oder den Empfänger Sozialleistungen wie etwa Alterspensionen, da müssen wir wieder dazu beitragen, dass Kaufkraft geschaffen wird. Die Steuerreform, die angekündigt wurde und die zuerst mal diejenigen entlastet, die ohnehin schon sehr viel verdienen, was dann gegenfinanziert werden muss durch eine Reihe von Sparmaßnahmen, da sind wir nicht für zu kriegen. Wir wollen, dass jeder und insbesondere die kleinen Haushalte mit dem kleinen Einkommen, die es am meisten nötig haben, zuerst davon profitieren. Die SP, ein starker Partner für Ostbelgien, soweit der Wahlkampfslogan. Die Sozialisten wollen nicht nur in der DG, der Region und national in der Mehrheit bleiben, sondern auch mit Antonios Antoniadis die konservative EVP als größte Fraktion im EU-Parlament ablösen. Die rigorose Sparpolitik in Europa müsse ein Ende haben, forderte Antoniadis. Mein Bestreben ist in erster Linie, an einem Europa mitzuarbeiten, das wieder das Europa ist von früher, das heißt Wohlstand, das heißt Frieden, das heißt bessere Lebensbedingungen und ganz sicher nicht das Europa, wie wir es jetzt kennen. Das Vertrauen für Europa müsse zurückgewonnen werden, so Antoniadis. Bei der SP-Wahlveranstaltung in Eupen mussten die Anhänger nicht mehr überzeugt werden.